Koch, Packmitteltechnologe, Werkzeugmechaniker. Drei spannende Berufe, die dem Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt ganz individuelle Karrierechancen bieten. Beim Tag der Berufsorientierung der IHK Rhein-Neckar haben Schüler die Möglichkeit, verschiedensten Berufsbildern ganz nahe zu kommen und unkompliziert zu testen, ob dort vielleicht ihre Zukunft liegen könnte. Die Unternehmen haben die Chance, sich besser zu positionieren. Häufig kennen die Jugendlichen nur noch die großen Markennamen, auch wenn es um die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz geht. Der Benz nebenan ist dann das Ziel aller Träume. Und wenn das da nicht gelingt, sind sie am Boden zerstört. Aber es gibt so viele Alternativen. Die Betriebe, auch mittelständische Betriebe, bieten wirklich interessante Ausbildungen an, bieten gute Berufschancen an. Und das rüberzubringen, das ist die Chance für Betriebe bei diesem Tag der Berufsorientierung. Der Tag der Berufsorientierung kann viele Gesichter haben. Im März 2014 hatte die Friedrich-Ebert-Werkrealschule im Mannheimer Stadtteil Waldhof für ihre Schüler der 9. und 10. Klassen vier Module ausgewählt. Darunter und Action, Berufe aktiv erleben. Drei Kooperationsbetriebe gewährten den Schülern Einblicke in verschiedene Berufe. Freudenberg bot beispielsweise in Kleingruppen eine Mitmachaktion an. Die Montage und Demontage eines Kranhakens gehört zu den Grundlagen in der Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Das Mannheimer Unternehmen Rack und Schuck führte die Schüler in die Welt der 3D-Gestaltungsprogramme ein. Verpackungen Marke Eigenbau inklusive. Da sowohl unser Unternehmen nicht so bekannt ist wie andere hier am Ort, weil eben unser Produkt nie unseren Namen trägt, als auch der Beruf Packmitteltechnologe eher unbekannt ist, hilft es uns, die Jugendlichen zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen können, beziehungsweise die auch keine Motivation oder Idee haben, überhaupt zu uns zu kommen und sich für diesen Beruf zu interessieren. Die Schüler hatten außerdem die Chance, ein Bewerbungsgespräch zu trainieren. Erfahrene Experten aus der Wirtschaft, wie hier der Chefkoch des Theresienkrankenhauses Mannheim, zeigten den Jungen und Mädchen, worauf sie achten müssen. Die fast gleichaltrigen Ausbildungsbotschafter hingegen sind selbst Auszubildende. Sie berichten dem Nachwuchs aus erster Hand über ihre Erfahrungen. Der Tag der Berufsorientierung wird seit Februar 2014 allen allgemeinbildenden Schulen im Bezirk der IHK Rhein-Neckar angeboten. Das Programm besteht aus 10 Modulen und kann von den Schulen individuell zusammengestellt werden.